Ja, hallo Leute. Heute ist Donnerstag. Heute gucken wir uns den wöchentlichen Event-Shop an in Rätselwelt und natürlich auch, was wir hier wöchentlich haben für neue Aufträge. Also von den 160er. Was kriegen wir denn? Den Fallenverbesserer kriegen wir diese Woche wieder. Letzte Woche gab es auch einen. V-Bucks-Missionen gibt es nicht heute. Hätte ich auch nicht erwartet. Aber dafür haben wir den Shop. So. Oh, was haben wir denn da Schönes dran? Rattenkönig ist dran. Das ist ein Sturmgewehr, das schießt wie eine Schrotflinte. Aber da muss man den Abzug auch jeweils betätigen. Weiß nicht, also ich finde die Waffe ist eigentlich okay, aber man kann auch enttäuscht werden davon, je nachdem natürlich perkt. Ich denke mal, ich mache da ein Gameplay-Video von, weil die ist eigentlich müsste ich sagen, nice, aber vielleicht auch wieder enttäuschend. Verteidigerin, naja, brauchen wir hier nicht. Legendäre Kraftquellen, jo. Energiediebe Mari. Halbmondritz stellt pro getroffenen Feind 5 Energie wieder her. Oder 15. Weiß nicht, braucht man nicht unbedingt. In der Tech-Pulsar. Ja, das ist so ein Salbenschussgewehr. Nicht unbedingt. Sturmsplitter, gerne. Auge des Sturms. Ja, kann man auch mal wieder mitnehmen, wiederverwerten. Oder wer gerade angefangen hat, dringend holen. Blitzende Flasche und uns auch. Oh, da gibt es viel reiner Regentropfen. Das holen wir uns. Noch mehr. Klar doch. Vorteil fix. Okay, ja, weiß nicht, das braucht jetzt nicht unbedingt, die auch nicht. Kriegt schon so seine legendären Helden. Ja, reine Regentropfen ist okay, auf jeden Fall. Rattenkönig, muss man austesten, sollte aber auch vielleicht gut sein. Vielleicht, ich glaube, ich habe die auch irgendwo noch bei mir, aber noch nie wirklich gespielt. Oder zur Anfangszeit habe ich sie, glaube ich, mal gespielt, aber sonst. Ich wollte sagen, das ist nur 5 oder 6 von 10 vom Shop. Ja, kann man so sehen.